Modedesigner sind Visionäre. Ein sicheres Gespür für weltweite Trends ist ebenso notwendig wie ein Verständnis für soziale und kulturelle Zusammenhänge. Bekleidungsexperimente heißt daher auch die internationale Messe und Modenschau in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Internationalität ist eine Selbstverständlichkeit in der Akademie JAK. Im Jahr 2000 reisten Studenten des 6. Semesters Modedesign nach Atlanta zur High Tech Fashion Show. So auch beim Porto Fashion Award, ausgerichtet vom portugiesischen Handelsbüro ICEP. Das Thema Kunst und Mode. JAK-Absolventin Birte Blunk gewinnt den ersten Preis des internationalen Wettbewerbes für junge Stylisten. Auf der Expo 2000 nahmen Studenten der Akademie JAK an einer Modenschau im Deutschen Pavillon teil. Sie war ein kultureller Beitrag der Stadt Hamburg auf der Weltausstellung in Hannover. Der Wettbewerb zu IF Hannover fand parallel zur Veranstaltung der Expo statt. Die Akademie JAK war beteiligt und wir hatten auch einen Gewinner zu verzeichnen. Nämlich Wiebke Langeloh. Sie erhielt den Förderpreis in der Disziplin Concepts. Beim Digital Fashion Award 2002 in Stuttgart war das Thema »So wird Kleidung in Zukunft gemacht«. Dabei sollte die Entwicklung kreativer Stoffmuster Visionen für die Zukunft schaffen. Der erste Preis ging an das Team der Akademie JAK. Jurymitglied Mara Michel vom Verband Deutscher Modedesigner kennt das Geheimnis des Erfolges. Ein Team ist immer so gut, das gilt auch für die anderen Hochschulen, die seine Professoren sind. Und die Professoren haben hier ganz Enormes geleistet. Das beweist die Akademie JAK immer aufs Neue. 2001 beim Uni Fashion Award beeindruckte das 7. Semester Modedesign mit seinen Kollektionen. JAK-Studentin Babette Kapan belegte den 2. Platz. And the winner is Britta Hadeler, ebenfalls Studentin der Akademie JAK. Als renommierteste Designerschmiede Hamburgs machte die Akademie JAK auch das Alsterhaus auf sich aufmerksam. 25 Studenten machten Mode aus Stoffen, die das Alsterhaus eigens dafür zur Verfügung stellte. Der erste Preis ist Jeanette Lieder. Doch im Berufsleben gilt, aller Anfang ist schwer. Im Levante-Haus Hamburg entstand das Designstudio, ein Ladengeschäft, das das Center-Management der JAK anbot, nachdem die JAK-Studenten beim Levante Design Award mehr als überzeugten. Hier können junge Designer zu günstigen Start-up-Konditionen ihr Modelabel auf dem Markt erproben. Modedesignerin und JAK-Dozentin Sandra Michel war von Anfang an dabei. Es ist einfach so entstanden, dass wir hier Modenschauen im Levante-Haus schon zweimal gemacht haben. Und das Center-Management war einfach von der Schule, von den jungen Studenten einfach so begeistert, dass sie uns angeboten haben, mit jungen Designern einfach hier was zu machen. Ein internationaler Wettbewerb, an dem die Akademie teilnahm, wurde im November 2005 von der Welthungerhilfe ausgeschrieben. Das Ziel? Mode als interkultureller Dialog. Beteiligt waren 9 Deutsche und ein indisches Modeinstitut. Die Jury vergab den ersten Preis an Olga Frank von der Akademie JAK.
Im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg haben Nachwuchstalente von der Akademie JAK und drei weiteren Modeinstituten die Gelegenheit, ihre Visionen und Ideen von Mode vorzustellen. Dieses Know-how vermittelt die Akademie JAK seit 25 Jahren ihren Studenten. Grund genug, eine rauschende Geburtstagsfeier mit über 2000 Gästen zu feiern. Und natürlich mit einer Ausstellung. Jetzt bin ich in einer alten Mineralwasserfabrik und hier ist jetzt die JAK drin. Das ist die Akademie für Fashion und Design. Und um Sie komplett zu verwirren, sage ich Ihnen, dass ich jetzt mit Uwe Paap verabredet bin. Er ist einer der anerkanntesten Gewürzexperten der Welt. Hallo Herr Paap, wir kennen uns schon lange, ne? Vom Gewürzmuseum. Da haben Sie uns schon mal rumgeführt in einer der ersten Landpartien. Was haben Sie jetzt mit Mode zu tun? Ja, ich habe mir dann überlegt, das war also schon im Museum, dass man auch Mode und Gewürze irgendwie kombinieren kann. Beides ist sinnlich, beides ist aphrodisisch. Mhm. Und ja, hab dann hier einen Wettbewerb ausgeschrieben. Faszinierende Reise ins China der 30er Jahre. Solch prachtvolle Glamour-Mode inspirierte auch die Modedesign-Studenten der Akademie JAK. Dagegen viel Märchenhaftes bei der modischen Begegnung zwischen Ost und West. Zu sehen sind die Modelle im Museum für Kunst und Gewerbe. Eine charmante Annäherung an China. Designerträume von der Akademie. Herzlich willkommen beim Hamburg Journal. Ein Höhepunkt der Show, diese heiße Linie für die Küche, Topflappen, Kochmützen und Handtücher regen an zu modischen Spielereien. Sieht lecker aus. Mein Outfit hat ist so ein Bunny-Anzug ein bisschen, so vom Bett in die Küche schnell, wenn man keine Zeit mehr hat. Und dann hat es so ein Cul de Paris, der von hinten ein bisschen erhöht und ausgepolstert ist, sodass einem von hinten auch keiner in die Quere kommen kann, wenn man da in der Küche am Hantieren ist. Das war so die Idee des Ganzen. Und dieselbe Designerin lässt auch bei den Köchen nichts anbrennen.